Verzeihung. Darf ich kurz mit Mimir sprechen? Ich weiß nicht, was der Morgen bringt, aber wenn das unsere letzte Nacht ist, möchte ich in dieser Zeit nicht nur Hass fühlen. Erzählst du mir noch eine alberne Geschichte? Nichts täte ich lieber. Außer vielleicht ein Tanz. Ich bin nur etwas außer Übung. Bei allem Respekt, meine Geschichten sind nicht albern. Doch, sie sind alle albern, Mimi. Wir wollen nicht streiten. Kann ich hier schlafen? Zur Ruhe kommen. Ich kann nicht. Dann kann ich dir etwas erzählen. Falls ich einschlafe, erzählst du mir den Rest morgen? Natürlich. Jetzt schließ die Augen. Da war ein alter Mann, der hackte Holz für sein Dorf. Jeden Abend da nahm er die Stämme auf seinen Rücken und brachte sie den anderen. Doch die Stämme waren schwer. Und er wurde schwächer mit den Jahren. Eines Tages warf er die Stämme hin, da er ihr Gewicht nicht mehr tragen konnte. Und er wünschte sich den Tod herbei. Und als der Tod kam, hat
die Einzige, die meinen feinsinnigen Humor je verstanden hat. Sie war eine verdammt feine Frau. Abgesehen von ihrem Geschmack bei Männern. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Verärgert dich meine Bitte? Tod gehört nun mal zum Leben dazu, Liebster. Ich will vorbereitet sein, wenn meine Zeit gekommen ist. Wir Sterblichen müssen sowas tun. Ich bin froh, dass du jetzt bei mir bist. Du bist ruhig. Ich habe nichts zu sagen. Sag irgendwas. Ich höre deine Stimme gern. Ein Scheiterhaufen. Ich hätte etwas anderes gewählt. Oh? In meinem Land begraben wir unsere Lieben. Du würdest mich auf ewig unter der Erde einsperren? Du wärst in meiner Nähe. Rührend. Mein Leichnam würde dich beruhigen. Einst wolltest du dein Ende kontrollieren, oder? Das war anders. Die Umstände ja. Nicht die Absicht. Du rüstest dich für eine ferne Zukunft. Es liegt noch sehr viel Zeit vor uns. Ich will eine bessere Zukunft, die ohne mich existieren wird, wann immer der Tag kommt. Für dich und unseren Sohn. Wir gehören immer zusammen, Kratos. Du bist immer ein Teil von mir. Ich bin immer ein Teil von dir. Und wenn du fort bist, dann stirbt auch dieser Teil von mir. Faye, wenn du nicht bei mir bist... Nein. Die Liebe gipfelt immer in Trauer. Und doch lieben wir, trotz des Unvermeidlichen. Wir öffnen unsere Herzen dafür. Wenn mein Körper verbrannt ist, dann sammle meine Asche und streu sie vom höchsten Gipfel aller Welten. Du wirst das für mich tun. Zutiefst zu trauern, heißt ganz geliebt zu haben.
Öffne dein Herz für die Welt, wie du es mir geöffnet hast, und du wirst sehen, dass es sich lohnt, weiterzuleben. Was ist los? Es ist Zeit. Wir sehen uns dann draußen, Vater. Wir hatten gehofft, noch einmal gemeinsam zu kämpfen, meine Königin. Ich auch. Aber nicht als Königin. Als Schwester. Bist du bereit? Ja. Ich bin euer General. Es ist eine Ehre, an deiner Seite kämpfen zu dürfen, General. Ja, Bruder. Ich bin an deiner Seite. Also, deine Befehle? Auf zum Tempel. Solltest du dich nicht vielleicht noch mal eindecken? Ist vielleicht die letzte Gelegenheit. Tut mir leid, das war böse. Nett von dir. Hast du Sindri gesehen? Ja, er fühlt sich gerade nicht so gut. Aber wer tut das schon? Tut mir leid, Lunda. Ich weiß, du und Brock... Sag mir nur, dass du dir Odin schnappst! Sag mir, dass dieser Bastard nicht damit durchkommt! Was es auch kostet. Wird er nicht. Ganz genau. Und wenn du ihn dabei zufällig durchlöcherst und ein Sieb aus ihm machst, dann wäre ich dir durchaus sehr dankbar. Zeit, ein paar Köpfe zu spalten.
nenne ich mal aggressive Messer. Dagegen sieht Odins Speer wie ein Zahnstocher aus. Und für den Kleinen? Was soll's sein? Woohoo! Sieht gut aus! Jetzt geh damit angeben. General. Vater? General. 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 Hey, Kurt! General. Ich kam hierher auf der Flucht vor der Vergangenheit. Für ein neues Leben. Ich verstecke mich nicht mehr. Ich will diesen Krieg nicht. Es gab genug Leid. Die Prophezeiung brachte uns nicht her. Sie gewinnt auch nicht die Schlacht. Kriege gewinnen die, die bereit sind, alles zu opfern. Wenn das der Preis der Rache ist, dann bitte. Odin hat uns allen schon so viel genommen. Die Welten haben gelitten. Es reicht. Was es auch kostet. Das endet heute. Wenn ein glorreicher Abgang bedeutet, dass Odin ebenfalls brennt, dann wähle ich ihn. Mit einem sehr breiten Lächeln im Gesicht. Für Brock. Thank you.
Muspelheim-Turm ist gefallen. Und wenn Odin dann nach Nivelheim greift? Wir sperren Ragnarök aus. Wir müssen diese Kriegsmaschinen stoppen. Kein guter Anfang. Und? An die Arbeit. Ihr drei, hinterher. Atreus. Freya, mir nach. Schützt die Flaggen. Zu den Kriegsmaschinen. Hier lang! Die Stadt mit unseren Verbündeten an. Klingt verzweifelt. Gut. Verzweiflung ist unser Vorteil. Mir wäre ein weltenzerstörender Feuerriese lieber, aber ich nehme an, Verzweiflung ist besser als nichts. Ja, Odins neue Walkürenkönigin ist Gnarr. Das macht die Sache kompliziert. Da stimme ich zu. Beeilen wir uns. Konzentrier dich! Vorsicht! Von hinten! Vorsicht! Das ist ein Biefreis!
dir! Hier hoch!